Wir lösen folgenden Doppelbruch. Im Zähler steht 1 Drittel plus 1 Siebentel, im Nenner 1 Fünftel. Was kommt heraus? Die Antworten, die könnt ihr hier sehen. Herzlich willkommen zu Jagd Mr. X. Ich möchte mit euch die Aufgabe C1 des Känguru-Wettbewerbs 2002 für die Klassenstufen 7 und 8 lösen. Also wir lösen zusammen einen Doppelbruch. Und ich kann euch hier empfehlen, dass man zunächst einmal den Zähler und auch den Nenner so weit vereinfachen sollte, wie irgendwie möglich. Das heißt, wir lassen den Doppelbruch zunächst einfach einmal stehen und schauen uns zunächst den Zähler an. 1 Drittel plus 1 Siebentel, wir addieren also 2 Brüche und das bedeutet, dass wir die Nenner gleichnamig machen müssen. Beide Nenner sind Primzahlen und wenn wir im Nenner Primzahlen zu stehen haben, dann ist der Hauptnenner immer das Produkt der Primzahlen, also 3 mal 7, 21. Also unser Hauptnenner ist 21. Und jetzt müssen wir schauen, mit welcher Zahl muss der erste Bruch erweitert werden. 3 mal 7 ist 21, wir müssen also mit 7 erweitern. 1 mal 7 im Zähler ergibt dann 7, also 7 21. sind 1 Drittel. Und den zweiten Bruch, den müssen wir mit 3 erweitern, denn 3 mal 7 ist 21. Tun wir das auch für den Zähler, erhalten wir 1 mal 3, also 3. Den Nenner, die 1 Fünftel, die lassen wir zunächst einmal so stehen. Dann geht es weiter. Wir berechnen im Zähler die Summe, also 7 21. plus 3 21. Immer wenn wir Brüche addieren, bleibt der Nenner bestehen, also erhalten. Insofern kommt auch wieder 1 21. heraus. Die Zähler werden addiert, also 7 plus 3, das ergibt 10. Somit erhalten wir 10 21. geteilt durch 1 Fünftel. Und ich habe es eben schon gesagt, so ein Bruchstrich ist immer auch wie ein Geteiltzeichen. Das heißt, jetzt, wo wir vereinfacht haben, so weit wie es ging, schreiben wir den Doppelbruch in eine Geteiltaufgabe um. Das heißt, wir schreiben 10 21. geteilt durch 1 Fünftel. Wir dividieren jetzt also 2 Brüche. Und wenn wir durch einen Bruch dividieren, dann müssen wir mit dem Kehrwert des Divisors multiplizieren. Kehrwert bedeutet, wir vertauschen Zähler und Nenner. Also aus 1 Fünftel wird dann 5 Eintel. Insofern erhalten wir dann 10 21. mal 5 Eintel. Und wenn wir Brüche multiplizieren, dann rechnen wir Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. 10 mal 5, das ergibt 50. Und 21 mal 1, das ergibt 21. Und damit ist das Ergebnis für diesen Doppelbruch 50 21. Die Antwort B ist die richtige. Alles Gute, alles Liebe, euer Jagdmeister X.